Herzlich willkommen zu einer neuen, ja, Pillens-Folge. Erhöht den Schaden von Leuchtrichter um 300%. Genau, und Leuchtrichter Damage nehme ich mal. Obwohl die Gegner keinen Tank haben, ich weiß nicht, ob es sich so lohnt, egal. Obwohl, naja, es macht ja nicht prozentual so einen Damage. Auf jeden Fall, ja, ich habe gestern paar Runden mit den gespielt. Zwei, glaube ich, und die liefen beide extrem gut. Top Damage etc. Ich habe auch relativ aggressiv gespielt, würde ich behaupten. Genau, also liefen beide auf jeden Fall ziemlich gut und dann dachte ich mir, hey, lass mal auf Angriff gehen. Komm. Hey. Danke. Ja, wie gesagt, ich gebe mein Bestes, um genau zu töten, muss ich einfach einen Header verteilen. Also, Streaks halt, ne? Ich weiß, es ist extrem dämlich, was ich gerade mache, weil ich keinen Kill to Heal habe, aber ja, hole ich mir immer Kill to Heal. Einfach nur aus dem Grund, weil es extrem nervig ist, wenn ich absolut gar nicht geheilt werde und durchgehend snipe. Und ja, ich meine schon, ich meine Team, wir haben keinen Healer. Also von daher gehe ich einfach mal auf Kill to Heal. Ich meine, ich snipe die Gegner sowieso schnell genug weg, da können die sich gar nicht richtig healen. Doch natürlich können sie sich schon healen. Ich muss sie einfach nur schneller snipen. Genau. Und ja, einfach wie gesagt, die Header austeilen, wenn ich denn treffe. Important Voraussetzung. Und ich habe nicht meinen Fall getroffen. Ah, ich weiß nicht, wie ich mit der Leuchtrakete spielen soll. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe ja das Ding, dass die Damage macht, aber ich finde die ganzen Talente von Strix irgendwie nicht so gut. Obwohl, dieses eine Talent wäre noch eine ganz gute Option. Welches war das? Ach so, genau, dass die Tarnungsleiste langsamer verbraucht wird. Aber da ich die Tarnung sowieso nicht wirklich benutze. Weil ich meine, wenn man die ganze Zeit auf die Gegner snappt, dann braucht man die Tarnung sowieso nicht. Wenn man die ganze Zeit, also wenn man trifft. Von daher, ja. Okay, komm. Irgendwo. Ich wüsste gern, wo du bist. Hallo? Und hab sie. Ja, also wie gesagt, dass die mehr Damage macht, ist schon ganz gut. Oh, wow. Header? Hab sie. Perfekt, gleich zwei Header. Ja, wie gesagt, Strix, ich habe ihn jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt, aber läuft ganz gut. Schöner Switch-Skin im Übrigen. Gibt's Cosmos, wenn ihr ja, Switch-Spieler seid. Beziehungsweise einfach, wenn ihr eine Switch besitzt, könnt ihr den kostenlos bekommen. Und von daher, wenn ihr eine Switch besitzt, solltet ihr euch den definitiv holen. Und ich weiß nicht, ich sollte, keine Ahnung, man sollte vermutlich im Nahkampf einmal snipen, dann Leuchtrakete, dann mit der Pistol ballern, dann auf die Sniper wechseln, einmal snipen, Leuchtrakete, Pistol ballern. Ich weiß es nicht genau. Es ist noch so ein bisschen Problem übrigens. Ich benutze die Ult immer viel zu selten. Das ist mein Problem. Komm. Und yep, Problem, wenn. Hallo? Genau. Nicht Header. Irgendwo ein Gegner? Ich brauche irgendwas zum Aufdecken gleich, weil wenn die Sky hier dann wieder rumlungert, dann ist es ein Problemo. Problemos. Ja, wie gesagt, die Leuchtrakete macht halt übelst gut Damage eigentlich. Also wie gesagt, man sollte vielleicht schon auf das gehen, dass die Tarnungsleiste langsamer verbraucht wird. Weil es doch schon ganz praktisch war. Genau, ich wäre jetzt einfach mal unsichtbar, weil ich ja meinte, dass die Sky hier irgendwo wäre. Ah! Shit. Okay, ja, die Sky sieht mich. Ich habe mir einen Decker erstellt, das habt ihr vermutlich vorhin schon gesehen. Ich weiß nicht, wenn ihr angehalten habt oder so. Ich snipe den jetzt einfach weg, wisst ihr was? Ich weiß, es hat sich absolut nicht gelohnt, den zu snipen und so, aber ich hatte keinen Bock auf den. Übrigens, ich finde, die Sniper sieht so nice aus. Das ist echt Wahnsinn, wie cool die aussieht. Und ich muss sagen, schade, ich kam nicht mehr raus. Ich finde, Strix ist doch besser als Nessa. Zumindest kann ich ihn, also einfach, weil man so schnell die hat den Damage rausholen kann. Keine Ahnung, einfach ein bisschen. Ich habe jetzt insgesamt sogar mehr mit Nessa gespielt und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt einfach mehr Lust auf Strix habe. Ich meine, wer weiß. Habe ich getroffen mit meinem Feuer? Problematisch, wenn man Header nicht trifft. Und wie seid ihr jetzt auf einmal angefangen zu brennen? Es war scheinbar nur ein Animationsbug. Wisst ihr was? Ich hasse Dredge. Ey, wie ich ihn hasse, wie ich ihn hasse. Komm. Komm. Oh, das ist unsere. Ey, wie ich es hasse, wenn Dredge mitspielt. Wirklich. Oh, geh doch einfach weg, danke, stirb. Oh, Leute, dieser Spot hier. Wenn man den treffen würde, was ich ja leider gerade nicht tue. Oh Gott. By the way, mein Team. Na oh Gott.
Hat's raus, was ich kaufen soll. Danke, Skyst, sehr schnelles Nachladen. Ich bin nicht. Wieso bin ich nicht nach rechts weglaufen? Keine Ahnung, ich schätze die Range immer von dem Drachen voll. Ich meine, wenn man mal schaut, das Feuer hat nicht mal zu mir hergereicht. Komisch. Naja, ich unterschätze die Range, wie gesagt, immer total. Komm. Würde ich dir mal einen Header geben, dann wärst du auch instant weg. Aber ich geb dir keinen Header, wieso gebe ich dir keinen Header, Mann? Jetzt läuft wieder beschissen. Ja, Alter, jetzt treffe ich wieder nicht, jetzt treffe ich ihn nicht. Wirklich, teilweise laufen die so ganz leicht links, rechts und ich treffe sie nicht. Ich meine, die ist ja nicht mal links, rechts, wirklich, doch, ein bisschen. Ich treffe sie einfach nicht. Alter, ich kann nicht schnell genug schießen. Kaufen wir jetzt Belastbarkeit, obwohl es absolut 0,0 Sinn macht. Wow, die machen einfach zwei Ults auf einmal. GG. Ja, tut mir leid, die Runde war jetzt nicht die beste, aber... mal, gell, was soll's. Es lief am Anfang ganz gut und dann... Die haben mich einfach mit ihrem komischen Links-Rechts-Laufen komplett aus der Bahn gebracht. Also komplett irgendwie. Ja, gutes Ende halt, ne? Naja, also wie gesagt, 44k Damage war jetzt nicht ganz so gut. Ja, Drittmeister Damage. Okay, also unser Shalin war scheiße. Koga war absolut nicht gut. Sky war auch nicht gut. Ich meine, ich habe wieder so ein Team, ne? Über die Mann kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil die war jetzt auch nicht so ultra krank. Ja, ne? Naja, was soll's. Also die war jetzt zwar nicht so ultra schlecht, aber die war jetzt auch nicht so wirklich gut. Gregation Dredge war auch scheiße, aber die Mani war gut, Sky war gut und ja, sondern Janus war ganz gut. Also, es war unfair. Also, ihr könnt euch nochmal unerlaubte Nutzung durchlesen, einfach kurz anhalten und ja, Leuchtrakete Damage, wie gesagt, habe ich mir selber erstellt. Ihr könnt euch halt ganz kurz durchlesen und ja. Im Übrigen ist ja drin, dass die Dauer von Leuchtrakete um 2,4 Sekunden erhöht wird. Würde mich nur interessieren, ob die dann auch 2,4 Sekunden länger Damage macht oder auch, wie das ist. Weil ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass sie dann halt länger Damage macht. Und... Hallo? Hallo? Gegner? Oh, nee. Gar keinen Bock darauf. Und komm, Damagen. Ja, da habe ich gar keinen Bock drauf. Hallo, Koga. Hallo? Wow, dich würde ich gerne snipen und weg ist er. Und snipen. Nein, den zweiten Sniper habe ich leider nicht getroffen. Ah, weg da. Übrigens, ich habe den neuen Skin schon und bin schon gespannt, bis ich da mal den neuen Skin habe. Boah, ey, wie mich das gerade aufregt, dass jeder dieses dämliche, hallo, unsichtbar machen, dass jeder, Mann, jeder gerade irgendwas hat, also dämlich ein Schild oder was weiß ich was. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich muss wohl irgendwas mit Schild sagen. Ah, auf jeden Fall nervt mich das Schild. Und schon habe ich meine Ult. Wow. Komm. Ey. Geht es dem nicht selber irgendwann auf die Nerven? Und schon bin ich weg. Ich konnte gar nichts gegen machen. Ich war von instant weg. Ich konnte nichts machen. Ich hole mir jetzt einfach mal Zerstöre. Einfach nur wegen dem Schild von dem. Und Kill durch die Loot kaufe ich mir, glaube ich, als nächstes. Ich weiß mal bei Sniper, wie gesagt, nicht so recht, was ich mir nehmen soll. Okay, niemand da. Ja, danke, dass ihr da hinten alle seid. Und ich euch so nicht zu Gesicht bekomme. Außer hier runter. Weil ich dann wohl übel auch machen muss. Nein! Ach. Ach, Mann, ich hätte gerne hochgegangen. Oh, lol, genau scoped. Ha. Komm. Und weggeflammt. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob es länger dauert, wenn man anvisiert. Würde mich mal interessieren, ob es dann länger dauert. Also, ja, bis man Schuss abfangen kann. Und Entschuldigung, dass ich nicht ganz so solide spiele. Sieht richtig lustig aus, die Bomb King Ult. Ja, wow, die holen jetzt alle. Ja, da kann ich gar nichts machen. Ja, das ist Zeit Waste. Also ich kann den snipen. Ah, schade. Das unsichtbar machen hat aber echt lange gedauert gerade. Das mit der Tarnungsleise langsam mal verbrauchen wäre, glaube ich, echt eine gute Option. Denke ich. Genau. Komm, stirb. Danke, du kannst auch sterben. Und habe ich den also, ich glaube, sogar mit dem Feuer erwischt. Oh, wow.
hätte ich gern gesniped. Hallo. Hallo, interessant, dass hier eine Bombe. Oh Gott. Yep. Nein! Ach man, ich habe nichts, mit dem ich mich safen kann, ist das Problem. Bild ist schon eklig, muss ich sagen. Komm. Danke, dass ich den gerade nicht getroffen habe im Übrigen. BK. Danke, dass ich schon wieder nicht getroffen habe. Wieso treffe ich BK nicht? Und komm, du stirbst. Von der kann man sich auch relativ gut verstecken. Hallo? Danke. Hey, wieso treffe ich gerade nicht? Ich verstehe es teilweise nicht. Also teilweise wirklich, tut mir leid, wenn ich da so scheiße aim. Und da sitzt der erste Hit, da sitzt der zweite Hit. Da sitzt kein Hit leider. Da sitzt ein Hit. Da sitzt ein Hit. Da sitzt ein Hit. Und jetzt wird drauf gesniped. Oh, schade, den hätte ich gerne aus der Luft rausgefischt, wenn ich ehrlich bin. Kann es sein, dass hier jemand pushen will? Yep. Komm. Yep, du stirbst definitiv. Ja, das ist mit dem Feuer dann schon ganz praktisch. Wenn man einfach mal das Feuer raushauen kann. Hallo? Darauf hat der definitiv keinen Bock und ich mache 3000 Schaden am Schild. Ah, 3000 Damage am Schild ist schon krank. Also das ist echt schon viel, wirklich. Muss man sagen. Und danke, dass mich einfach so dämlich ins Feuer reinstellt. Wie ist es nicht auf den Punkt? Wie, ich hasse das, keine Ahnung. Ich meine, ich bin Sniper. Wieso ich nicht auf den Punkt bin, okay, aber... Die anderen haben kein Recht, nicht auf den Punkt zu sein. Also, zumindest viele. Wieso hat er mich gesehen? Okay, danke, dass du mich gesehen hast. Hat er... nope, hat keiner von denen. Ich glaube, der wollte auch gar nicht mich mit der Ult töten, sondern... unsere Sniperin. Und du stirbst. Ja, danke. Oh, hallo. Tja, man sollte so eine Pistole nicht unterschätzen. Die kann echt, echt gut Damage machen. Also, das ist echt teilweise echt krank, wie viel Damage man mit dieser Pistole allein raushauen kann. Ha, du siehst nichts. Ah, hallo. Komm. Das unsichtbar machen kann man etwas spät. So. Kleiner Tipp, lauft niemals gerade auf den Sniper drauf zu. Das kann nur schief laufen. Das kann ich euch sagen. Das kann gar nicht gut laufen für euch. Außer ihr wollt sterben. Wenn das euer Ziel ist, dann werdet ihr mit ziemlich guten Erfolg haben. Hallo? Ah, ich hasse, wenn ich keinen Header hinkriege. Genau, jetzt habe ich ihn bekommen. Hat das noch als Kill-Ziel? Ich weiß es nicht. Weil 1800 statt 1200 Header-Damage ist schon... Ja, ne? Schon was man gerne mitnimmt. Vor allem, wenn es jetzt keine Tanks als, Sniper, als Gegner sind, also dass man die echt gut wegnutzen kann. Und wow, als ob ein Darren so getroffen hat, okay. Ich hatte, wo ich Hinara gespielt hatte, das Gefühl, dass es nicht so eine Range hat. Hier steht Gena, gell, da stand nicht Gegner, stand Gena, alles klar. Okay, Harris, ihr habt ja wirklich nochmal gut durchgelesen, was ihr da hinschreibt. bei dem Tipp gerade unten. Ja, ich habe den Top Damage, soll es sein. Und dann würde ich sagen, ab. In die letzte Runde. Das wird echt lustig, weil, ja, ne, die Gegner, ich hätte mir gegen den, okay, mal sehen, was der sich kauft. Schnelles Nachladen. Ja, das kann man sich definitiv kaufen. Würde ich behaupten, wenn man ein Ding spielt. Ist jetzt nicht so ultra falsch. Ich würde gerne auf den Header gehen, aber ich habe gar nicht getroffen. Wieso wusste der genau, wo ich bin? Ha. Hätte ich mir auch nicht kaufen sollen, egal. Komm. Du bist definitiv weg. Ach, gegen den gegnerischen Strix ist lustig. Also. Ha. Ich weiß ja nicht, ne? Weil. Gegen gegnerischen Strix, der wird ja jetzt vermutlich nicht ganz so schlecht sein. Ich meine, der ist Level 16 und ich bin. Ich bin Level. Oh, shit. Du stirbst. Ich bin Level 12 mit Strix, oder Level 11, glaube ich. Und der ist Level 16, also so schlecht sollte der definitiv nicht sein. Ich habe Angst, dass hier jemand rauskommt. Aber mal schauen, was denn hier hinten so abgeht. Komm. Dich hab ich. Ah, ich hab die Waffe nicht. Ich konnte die Waffe nicht wechseln. Ach shit, ich habe ihn vorher nicht getroffen. Okay, der macht erstmal seinen Ult am Arsch der Welt, wo niemand ist. Ich meine, da bringt es ihm auf jeden Fall was, wenn er da seinen Ult macht. Definitiv, der hat's erfasst. Von wo? Komm. Danke. Alle weg. Ah. Ach,
800 Damage macht das echt? So viel? Ja, wie gesagt, im Nahkampf kann ich einfach so draufballern. Genau. Oh. Speedbonus. Lauf natürlich wieder raus aus dem Speedbonus. Und wieder rein. Dann kann ich nochmal nachladen. Wäre ganz praktisch. Nein. Boah, Alter. Der weiß aber immer, wo ich bin. Und ja, ich meine, wenn man geflankt wird, so lange belebe ich ja dann nicht. Komm, weg mit dir. Oh, 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 shit. Wie er sich versteckt, wie eklig. Ey, wie treffe ich den nicht? Wie? Komm, danke. Komm. Ja, die Ult war wasted. Oh. Komm, stirb, danke. Und Flamme, das ist deine Mission, bitte. Hallo? Ah, unsichtbar. Mach dich doch unsichtbar. Wieso macht er sich nicht unsichtbar? Ich verstehe es nicht. Ich meine, der hat doch nichts zum Aufdecken oder so. Zumindest weiß ich nichts davon, dass er sich irgendwas zum Aufdecken gekauft hat. Oder hat er sich... Er hatte aber trotzdem. Trotzdem ist es doch etwas übertrieben, wie weit er mich sieht. Etwas. Ich weiß nicht, will ich schon wieder flanken, gell? Heute nicht. So, du bist down. Ja. Och, man muss es sein. Komm, Pistol. Ich wollte noch mit Damage verursachen an dem. Und, wieso erwische ich ihn nicht in die Luft? Ja gut, er wird sein Ult zumindest nicht raushauen. Ey. Keine Chance, wenn ich von ihm geflankt werde. Ich habe keine Chance. Ich sollte mir einfach Ausbrenner gehen und nicht auf das, was ich mir gerade hole. Aber es nervt halt so sehr, wenn man von wenn man geflankt wird. Ha, unsichtbar. Ich genau weiß, dass du hier bist. Hat der gegnerische Strix überhaupt mitgespielt? Also, ja, ne? Der Lex war definitiv eher ein Problem. Und was hast du denn gemacht? Einfach nur draufgehauen mit diesem langweiligen OP-Schuss. Und Gegner komplett weggenutzt. Yep. Yep. Definitiv. Also 30k Damage. Es war der zweite, der drittmeiste. Viertmeiste. Nach Wiglian. Das wundert mich jetzt nicht wirklich. Ja, genau. Und dann halt noch Lex. Und der Strix war immer übel scheiße. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Waren es doch drei ganz okay Runden. Und ja, hab ich den Tag, mach's gut. Bis zur nächsten Folge oder zum nächsten Stream. Und ja, ciao, ciao.